Okay, das lehnen Sie ab. Wollen Sie denn ein Handelsabkommen? Ja, das wollen Sie. Nee, warte, Zahlung einfordern. Warte mal gerade. So. Ja, 1500 könnte gehen. 2000 geht nicht mehr. 215? Okay, ja, wir bleiben dran, wir bleiben dran, wir bleiben dran. 1000? Okay, gut. Okay. Ob das alles so wirklich eine gute Sache ist, das werden wir erst später sehen, aber für den Anfang ist es auf jeden Fall mal nicht verkehrt. Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Und nun lasst uns gemeinsam Weisheit suchen. Ja, wir machen aber... Ich will gerne mit Rodders auch noch eins. Gut. Weiter. Ups, Moment, da ist mir gerade der Mauskursor. Oh, halt mal, Moment mal, wer ist hier? Thylis. Mit Thylis kann ich handeln. Ah, bitte, sei ruhig. Erwarten, dass ihr sinnvoll und ehrlich sprecht. Okay, puh, er hat aufgehört zu reden. Ich bin bereit, meine Anforderungen etwas zu reduzieren. Gut. So, und wir machen das jetzt am Anfang mit purer Absicht, weil wir nämlich momentan... Seid nicht so schweigsam, als hätte man euch die Zunge aus dem Mund geschnitten. Sprecht! Ja, ich glaube, das mit der Zunge aus dem Maul schneiden, das hast du ja so mit mir vor, ne? Wir machen das jetzt, bevor unsere militärischen Aktionen nachher hier unseren Handlungsspielraum einschränken. Im Namen unserer Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Und nun lasst uns gemeinsam Weisheit suchen. Ich suche. Finde ich sie denn bei dir? Du könntest unglaublich weise sein, wenn du mein Handelsabkommen annimmst. Okay, gut. Wir machen weiter. Willkommen, Armenien. Nee, sprech, halt, nix. Und ich will mit der Stimme meines Herrn antworten. Ich bekäme 63 draus. Dann lassen wir das. Armenien kriegt einen Nicht-Angriffspakt von mir nicht, weil ich schon einen mit denen habe. Okay, dann hat das hier jetzt leider nicht geklappt. Zypern hätte ich gern. Deswegen kriegt... Also wer ist mein erstes Angriffsziel? Kidri, danach Nabatea, Ägypten. Zypern könnte problematisch werden. Der sogenannte P in the A... der Stachel im Hintern, weil die halt strategisch für mich ungünstig sind. Da droht dann immer so eine Invasion nach Seleukeia, was irgendwie kacke wäre. Bithynien ist ein Verbündeter von Pontus. Stellt meine Geduld nicht mit euren stumpfen Worten auf die Probe. Mein Foltermeister sammelt die Körperteile von Dummköpfen. Dann soll er das machen. Okay, das macht er nicht. Will der einen Nicht-Angriffspakt? Den wird das gefallen, dass ich mit Pontus mich gut stelle. Aber mehr als 1000 ist mir so ein Nicht-Angriffspakt mit denen auch nicht wert. Zypern bekomme ich definitiv nicht aus dem Klientelstatus von Ägypten raus. Es sei denn, ich mache Ägypten vorher platt. Dann bekomme ich Zypern selbst als Satrapie. Aber Zypern wird mir dann eh den Krieg erklären. Ist egal, wenn man ein Handelsabkommen mit denen... Wenn es meinem Volk zugute kommt, werden wir möglicherweise ein Abkommen treffen. Ja. Ja, nee, wir machen Handelsabkommen mit denen. Wir machen ein Handelsabkommen mit denen. Und wenn wir Ägypten den Krieg erklären, wird uns Zypern den Krieg erklären, das Handelsabkommen auflösen. Das ist mir dann aber in der Situation egal, wenn die den Vertrag mit mir brechen. Weil dann habe ich schon mal ein bisschen Kapital draus geschlagen und ich habe jetzt nichts dafür bezahlt. So. Okay, Bithynien kriege ich nicht, Ägypten kriege ich auch nicht. Ägypten könnte ich aber vielleicht nochmal so was ihr auch sagen versuchen. Müsst, sprecht zu mir. Der mächtige Pharao beschäftigt sich mit Dingen von himmlischer Bedeutung. Ja. Wir gucken mal, ob sie es noch für 1400 Mann... Ne, dann lohnt sie es auch nicht. Dann lassen wir das.
Okay, ich quicksave mal gerade. Und dann werden wir jetzt unsere Spionen gegen die Kidri schicken. Die sind hier unten. Und die brauchen wir, weil die uns nämlich dabei helfen wird, deren Garnison zu vergiften. Wir laufen hier rüber und holen uns, wir haben momentan ein Einkommen von 3491, das ist gut, das wird aber runtergehen, weil entweder sich unsere Satrapien für unabhängig erklären werden, oder weil wir selbst höhere Ausgaben produzieren werden, upsala, Entschuldigung, dadurch, dass wir jetzt Einheiten rekrutieren, und das machen wir jetzt mal als allererstes. Ich brauche 2 Einheiten Kavallerie und ich kann noch eine Einheit nehmen. Und ich bräuchte was Fernkämpfermäßiges. Die Range ist identisch, aber der Geschossschaden ist höher. Deswegen nehmen wir noch eine Einheit von dir. Wir arbeiten erstmal mit dem Material, was wir haben. Das ist nicht gut, aber besser als nix. Gut. Wir müssen weiter Gebäude bauen. Ich weiß nur noch nicht genau was. Wir kriegen Wohlstandsboni durch Nahrungsmittel. Also habe ich hier gerade das Falsche ausgebaut. Wir bauen hier ein Industriegebäude. Das bringt auf jeden Fall Einnahmen. Und wir bauen hier ein Landwirtschaftsgebäude. Du verbrauchst Nahrung, bringst aber 100 Wohlstand. Das ist okay, aber nicht das, was ich jetzt gerne hätte. Du kriegst hier Schrott. Und die Einheiten hier sind scheiße. Der müsste eigentlich hier rüber und hier noch Einheiten rekrutieren. Das geht momentan aber nicht. Das geht momentan aber nicht. Okay. Öffentliche Ordnung wird hier gleich super sein, weil wir... Ich kann Antiochia erweitern. Nice. Machen wir das. Gut. Die Forschungsrate erhöht sich leider nur geringfügig. Wir bauen den... Wir bauen den Seehandel... Noch nicht. Palmyra muss definitiv gehalten werden, sollte aber kein Problem sein, weil das schön zentral liegt, weil da halt unsere Kaserne drin ist. Haben wir einen Tempel, der... guck mal hier, das Ding bringt Erfahrungsränge. +3 öffentliche Ordnung und Schutz vor Eifer. Eifer ist jetzt nicht so wichtig. Aber natürlich alles... Wie viel Kultur haben wir hier? 40. Na gut, wir müssen nicht unbedingt auf 100% hellenistische Kultur gehen, aber wir brauchen was, was viel öffentliche Ordnung bringt und am besten noch ein bisschen Wohlstand erzeugt. Ein Schrein des Hephaistos wäre nicht schlecht. Der wäre nicht schlecht. Oder was, was Bonus durch Landwirtschaft bringt. Schiffsrümpfe, Forschungsrate. Also wir können jetzt am Anfang unsere Forschungsrate nur super gering erhöhen. Und die öffentliche Ordnung kriegen wir momentan eigentlich durch das Panem et Kirkensees. Aber Wachstumsrate bringt hier keiner, ne? Wir gucken nochmal gerade. Erfahrungsränge für Rekruten mit Speeren, das wäre schon ganz gut. Ein bisschen Erfahrung ist für unsere ultra miserable Infanterie nicht verkehrt. Auf der anderen Seite bekommen wir hier viel mehr Wachstum und nochmal eine viel bessere Garnison. Also was heißt besser, ist hier relativ bei so viel Mob natürlich, ne? Aber wir bekommen auch noch mehr Geld. Wir schmeißen dafür allerdings 3 Nahrung zum Fenster raus. Ist jetzt die Frage, was sich für uns eher lohnt. Das braucht halt relativ lange. Das hier geht relativ schnell mit 3 Runden. Wohlstand durch lokalen Handel. Und dann machen wir diesen... Ja, also entweder den Schrein des Hermes, weil er den Handel verbessert.
oder den Schrein des Ares. Der kostet 1100, dann haben wir 1500 Rest. Langt hier nicht mehr. Würde hier drüben noch langen. Beim hellenistischen Dorf. 100 Wohlstand, wo wir halt mehr Handelsressourcen bekommen. Es lohnt sich für uns auf jeden Fall, die Handelsressourcen auszubauen. Das Ding kostet 2100. Nee, dann gehen wir hin, machen den Schrein des Ares, verbessern das hellenistische Dorf. Das kostet uns zwar ein bisschen Nahrung, aber wir sollten eigentlich bald was dazu kriegen. Die haben nur diese Provinz hier. Wo ist Gera? Ziemlich weit ab vom Schuss. Aber nicht so cool. Aber wir müssen auf jeden Fall gegen die Nabatäer kämpfen, denke ich dann doch. So die Nabatäer von hinten aufrollen, wenn das irgendwie machbar ist. Dann sind wir auch nicht so weit weg von den Ägyptern. Wäre natürlich cool. So, du zeigst mir mal gerade an, wie das hier diplomatischer Dings aussieht. Armenien hat 19. Wir können natürlich auch, wenn sich unsere Satrapien unabhängig erklären, diese kurzerhand unterwerfen. Da könnte es sinnvoll sein, die Pater auszuschalten. Haben die Pater Handelsressourcen? Da oben, wir schauen nochmal gerade nach. Sehe ich jetzt hier auf der Map nicht. Kann ich aber ansonsten auf der anderen Map nochmal nachgucken. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Pater denen den Krieg erklären würden. Das könnte halt auch so ein bisschen unser Volk einen, ja. Aber sind wir realistisch, mit der Armee hier erobern war gar nichts. Mit der Armee verteidigen wir bestenfalls. Mit der Armee verteidigen wir bestenfalls. Ich will hier oben Ruhe haben. Armenien hat minus 19. Abkommen mit Armenien und Kappadokien. Habe ich nicht Angriffspakt mit denen? What? Seid willkommen. Habe ich, okay. Gut, der Nicht-Angriffspakt, der ist ganz okay. Sie sind zwar verräterisch, aber so ein bisschen Zeit haben wir, glaube ich, noch. Kappadokien ist gechillt. Sardes hat nur Probleme mit Galatien, aber die sind nicht so interessant und gefährlich für mich. Das heißt, mit der Armee hier laufen wir mal vielleicht. Du gehst mal erstmal hier auf. Das Meer hier ist geteilt. Das ist natürlich nicht so gut. Stellst du dich hier unten hin? So, kurze Unterbrechung, Entschuldigung. Ich wollte sagen, wir stellen die Truppe hier vorne auf, direkt auf Patrouillenfahrt, dass die hier unsere Gewässer ein bisschen versucht zu kontrollieren, um die Piraterie zu reduzieren. Ja, und dann sind wir eigentlich fast fertig für diese Runde. Ich muss mir aber nochmal einen Überblick verschaffen. Gut. Kitri, Nabatäa, Ägypter, Ägypter, Zypern. Und alles, was hier kommt, ist gefährlich. Ne? Das ist klar. Also da müssen wir natürlich aufpassen. Aber ansonsten stehen wir hier gar nicht so schlecht. Wir müssen hier auf jeden Fall in Reichweite bleiben. Okay, ich habe meine Technologie gemacht. Ich habe ganz viele Fraktionen angetroffen. Okay, okay, okay. Das ist klar. Dann schaue ich mal gerade. Rache von Atlantis ist ja geil. Okay, die Macht des Herakles. Das Ding nennen wir hier natürlich die Faust des Herakles. Das klingt irgendwie viel cooler. Gut. 3491 bekommen wir ungefähr nächste Runde. Schon wahrscheinlich geht überall die öffentliche Ordnung runter.
Aber nicht mehr lange. Hier geht sie ein bisschen weiter runter. Weil wir unsere Truppen dort abgezogen haben. Wodurch wird die hier bedingt? Durch den Schwierigkeitsgrad natürlich, ist klar. Kulturelle Unterschiede minus 11. Steuern minus 7. Sklaven minus 2. Okay, also wir gucken, dass wir die Sklaven zumindest rausbekommen. Dann wären wir bei minus 11. Und dann werden wir die kulturellen Unterschiede nach Möglichkeit reduzieren. Momentan sind wir noch auf 0. Aber es darf nicht zu schwach werden. Wenn ich die von den Steuern ausnehme, verliere ich 100 pro Runde. Die Leute wären happier, aber ich bekomme leider auch keine zusätzliche Nahrung. Dann schauen wir nochmal in die nächste Runde rein. Und danach werde ich dann den ersten Part beenden und dann sehen wir uns. Also was heißt den ersten Part? Ich habe das ja in zwei Teilen hochgeladen, denke ich mal. Alles, was länger als 15 Minuten dauert, das lade ich dann immer in mehreren Parts hoch. Oder länger als 20 Minuten eigentlich, ne? Das lade ich immer in mehreren Parts hoch, also verzeiht's mir bitte. Ja, und dann werde ich natürlich gucken, dass ich bald noch einen weiteren Part raushaue. Aber so viel jetzt erstmal zu unserer Anfangsstrategie. Erlass erteilt in der Syria. Das ist also hier, Panem et Kekensis, wunderbar. Wir sind bei minus 5, das ist noch nicht ganz so gut. Aber da arbeiten wir dran. Und wir schauen mal, ist hier schon irgendwas Giftiges passiert? Wir müssen mal hier unten gucken. Die Kidri machen hier noch nichts so Gefährliches. Ich werde unseren Spion hier auf die Spionage setzen. Das ist die günstigste Variante, wenn man am Anfang noch nicht so viel Geld hat, um die Spione zu trainieren. Baubericht ist klar. Krieg erklärt. Krieg erklärt. Kappadokien, Galatien. Das war abzusehen. Warte mal. Und das war Baktrien und Dahae. Oder Dahae. Aber die kenne ich nicht. Gut. So, hier ist unsere Armee soweit fertig. Können wir schon auf Gewaltmarsch gehen und uns direkt hier in Position bringen. Es war wichtig, dass wir diese Einheiten hier bekommen haben, denn die Elefanten werden wir nur äußerst selten einsetzen. Aber mitnehmen müssen wir sie trotzdem. Hier sehen wir übrigens die Erschöpfungsleiste, was jetzt, glaube ich, etwas übersichtlicher geworden ist, wenn ich das richtig sehe. Ah, wir haben hier jetzt ein bisschen Abzug bekommen, weil wir durch die Wüste gelaufen sind oder wie oder was. Und wieso und warum und weshalb. Aber gut, wir sind ja noch hier in unserer Provinz und jetzt haben wir schon 18 Nahrung. Das ist einfach sau. Ja, und damit sind wir eigentlich für einen erfolgreichen Start präpariert. Wir haben bald unsere 20 Nahrung voll. Das wird nicht mehr lange dauern. Warum geht in Durha die öffentliche Ordnung runter? Lass mich mal, das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Schwierigkeitsstufe 7, Gebäude 6, Ereignisse 4. Kulturelle Unterschiede minus 6, Steuern minus 7, Sklaven minus 6. Sklaven sind einfach nur schlecht. Also zumindest überwiegend im frühen Spiel sind sie einfach schlecht. Sklaven erhöhen die Unzufriedenheit und das kann man später gerne machen. Später kann man viele Sklaven einsetzen, aber am Anfang ist es einfach tödlich, deswegen versklave ich am Anfang auch nicht. Wir müssten gucken, dass wir das Wachstum in der Provinz möglichst hoch pushen. Deswegen bauen wir hier nur die Landwirtschaft aus. Das sollten wir hier jetzt übrigens auch machen. Jetzt haben wir nicht mehr viel Geld. Das dauert zwei Runden. Das ist aber in Ordnung eigentlich. Wir holen uns noch ein paar Truppen hier. Vielleicht. Die Hügelmänner kosten 70. Was kostet mich so einer 100? Dann holen wir uns jetzt noch ein paar. Genau, dann holen wir uns jetzt nur diese drei Jungs hier. Und dann sind wir eigentlich auch noch für den nächsten Part fertig. Komm, dann zeige ich denen jetzt noch. Also den, die nächste Etappe. Okay, okay. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich muss nochmal gerade in die Diplomatie reingucken. Die Beziehungen mit Armenien sind momentan auf 0. Kulturelle Abneigung. Minus 40. Wow. Ach so, weil das ja östliche Stämme sind. Ja, nicht gut. Ja, aber wir sollten nicht vor einem Krieg mit Ägypten zurückschrecken. Das ist ganz wichtig.
Und wir müssen auf jeden Fall aufrüsten. Vielleicht holen wir uns noch einen zweiten General, aber ich glaube, soweit sind wir erstmal ganz gut. Ich bitte euch demütig darum, zumindest über einen Vertrag nachzudenken. Eine starke Abwehr braucht eine starke Grundlage. Ja. Würdest du mir auch noch ein bisschen Geld dafür geben? Ich bitte euch demütig darum, zumindest über einen Vertrag nachzudenken. Ja, ist okay. Das ist okay. So, jetzt haben wir auch die Logistik erforscht. Perfekt. Gehen wieder auf die normale Marschgeschwindigkeit. Problem ist halt, wir kommen erst in der übernächsten Runde dahin. Aber es soll mir noch recht sein. Gut. Ja, und wie es dann weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Pax vobiscum, Valete.